Let's Play Mafia 2. Ja. Was gibt's zu dem Game zu sagen? Nicht. Einen Moment, dann schalten wir mal unseren Plan. Nein. So. Dann gehe ich auf Mafia 2. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen wird. Denn das da ist jetzt erstmal ein 5-Video-Special. Also ich habe jetzt 5 hochgeladene Videos. Habe 2 Likes und 1 Dislikes insgesamt. An das Dislike, sorry, dass wenn es schlecht ist, ich ich will nicht, dass man mich schlecht bewertet. Keine Ahnung. Und es werden die Daten dort gespeichert. Das ist kein Blind. Nur mal so zur Info. Sorry, ich weiß, ich sehe auch sau gerne Blind 2. Dann wissen die nicht, was auf einen zukommt, aber ich habe das Game schon sehr, sehr lange nicht mehr gezockt. Die Story. Das ist für Anfänger. Ich bin noch Anfänger bei der PS3 eigentlich. Mittel, eine gute Wahl für die meisten, die mit Action-Games vertraut sind. Für geübte Spieler, die nach einer echten Herausforderung suchen, ist schwer. Ich hole leicht, sorry, aber im Moment nicht so prickelnd für mich. Dann werden wir das Game auf jeden Fall starten. Präsentiert. Mafia 2. Ich heiße Vito Scaletta, geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Vito Scaletta, das sind wir, den ich spiele, also ich sag immer wir, keine Ahnung. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen, sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Okay. Der amerikanische Meine Maus! Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdient hat, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich John. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir bei Arm waren und Arbeitsplätze waren,
macht in der 2 uns selbstständig. Friedmann! Polizei! Halt! Dieter! Hier! Wo ist das denn her? Friedmann, du den Schüler! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Schatz. Und Flossen an den Zaun! Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Ups. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Armee Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Also Ziel wird in den Krieg in Sizilien. Aber keine Sorge, das ist kein Kriegsspiel. Und gleich geht's weiter.